Hallo, hier ist euer Thomas mit seinem Balkongemüse. Wir haben den ersten Advent hinter uns und im Garten geht der Blick langsam ins nächste Jahr. Bei mir ist die Ernte aber noch nicht ganz vorbei. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man seinen eigenen Ingwer anbauen bzw. jetzt im Herbst ernten kann. Der Anbau von wärmeliebenden Pflanzen wie zum Beispiel dem Ingwer in Kübeln hat den Vorteil, dass man im Frühjahr zeitig starten kann und so im Haus, in der Stube oder vielleicht im Wintergarten das Ganze vorziehen kann. Und jetzt zum Jahresende hat man die Möglichkeit, die Pflanzen entweder nah an die Hauswand zu stellen oder, wie ich, im Wintergarten zu ziehen. Der Ingwer selber ist hier noch wunderbar im Grün. Das heißt, der könnte noch etwas stehen. Im letzten Jahr waren die Blätter erst so Richtung Februar gelb. Aber ich möchte frischen Ingwer ernten und nutze die Gelegenheit, immer mal ein bisschen aus dem Topf hier herauszunehmen. Ihr seht hier schon, auf der Außenseite sind schon die ersten Pflanzen hinausgenommen worden. So habe ich die Möglichkeit, in den nächsten Wochen, je nachdem, wie lange mein Ingwer denn reicht, frischen Ingwer zu ernten. Die Ingwerpflanzen selber werden etwa 50 cm hoch und können, wie gesagt, jetzt im Herbst geerntet werden. Schauen. Die Knollen, man sieht es hier vielleicht schon, wachsen hier im ganzen Kübel. Sie werden jetzt freigelegt und dann hinausgeholt. Ja, da haben wir ein bisschen frischen Ingwer. Frischer Ingwer zeichnet sich dadurch aus, man sieht es auch an der sehr hellen Farbe, dass er wirklich extrem saftig ist. Einen solchen Ingwer habe ich persönlich bisher noch nicht gekauft, aufgrund der Transportwege und der Lagerung des Ingwers auch eher unwahrscheinlich. Und deshalb Ingwer aus dem eigenen Kübel ist schon etwas Besonderes. Das hier war die Mutterpflanze, auch die oder die Mutterknolle sieht noch relativ unbeschädigt aus. Mal schauen, ob hier unten noch was ist. Nö. Das war's. Also, ich habe meinen frischen Ingwer. Den werde ich mir jetzt zubereiten. Und wer Ingwer züchten möchte, kauft sich Bio-Ingwer. So ähnlich wie diese Knolle auch. Ja, wenn man ihn ein bisschen liegen lässt, bilden sich hier kleine Augen an den Seiten. Das Ganze macht man irgendwie so im Februar oder März. Nachdem die Augen sich gebildet haben, das werde ich im nächsten Jahr auch mal machen, kann man die Knollen dann auch etwas trennen, dass man hier aus so einer Knolle zwei oder drei Pflanzen macht. Legt sie dann in den Kübel, bedeckt die Knolle selber mit Erde, lässt hier einen Gießrand, kann dann etwas Folie drüber spannen, einmal kräftig gießen. Es bilden sich dann relativ schnell die ersten dünnen spitzen Triebe. Das Ganze kann man schon wunderbar in der Stube machen und danach, wenn es dann draußen nicht mehr friert und wärmer wird, stellt man den Ingwer einfach auf die Terrasse. Wie gesagt, zum Herbst hin kann man jetzt mit der Ernte beginnen. Je länger man ihn drin lässt, desto größer werden die Knollen und jetzt kann man dann frischen eigenen Ingwer ernten. Ich hoffe, euch auf den Geschmack gebracht zu haben und falls ihr noch jemanden kennt, der auch Ingwer anbauen möchte und diese Ingwerknolle liebt, schickt ihm dieses Video gerne weiter.